Samsung präsentiert auf der IFA 2013 unter anderem das neue Galaxy Note 3. Auch der Stand in Leder gehalten. Entsprechend die Hülle dieses neuen Gerätes, um die Anmutung eines Notizbuches zu unterstreichen. Ich kann im geschlossenen Zustand bereits die Uhrzeit ablesen, Wetterinformationen und einige Grundfunktionen wie beispielsweise den Musikplayer nutzen oder mit der 13-Megapixel-Kamera Fotos aufnehmen. Wenn ich die Hülle aufklappe, habe ich die normale Oberfläche, die man von Android gewohnt ist. Android 4.3 Jelly Bean ist mit an Bord. Zusätzlich Bluetooth 4.0 und auch der neue WLAN AC Standard, also Gigabit WLAN. 5,7 Zoll hat dieses Full HD Super AMOLED Display. 168 Gramm leicht das Gerät und ansonsten sehr stylisch anzusehen. Die Bedienung kann neben den Fingern per Touch auch über diesen entsprechenden Stylus stattfinden. Neben der Hülle mit dem Sichtfenster für das Galaxy Note 3 gibt es auch geschlossene Hüllen, wie Sie sehen, in diversen Farben. Wer also eine geschlossene Optik bevorzugt als reine Schutzhülle für das Gerät, kann auch dies entsprechend erhalten. Jetzt einen kleinen Eingriff für Visitenkarten. Und ansonsten ist das Display zu jedem Zeitpunkt gut geschützt. Und hier nochmal der Größenvergleich zwischen dem Galaxy Note 3 und einem alten Galaxy S3. Sie sehen den Display-Unterschied zu den 5,7 Zoll vom Note. Dieses hier in einer speziellen Farbvariante, eher für die weibliche Kundschaft mit dem dazu passenden Stift. Und eins der Gadgets auf der IFA 2013 ist die Galaxy Gear, eine Smartphone-Uhr, die auch nur mit den Samsung-Smartphones funktioniert, hat keine eigene Handy-Funktionalität, ist dafür gedacht, eben das eigene Samsung-Smartphone fernzusteuern, Gespräche anzunehmen, Termine und Mails zu checken und beispielsweise Wetterapplikationen oder ähnliches mehr mobil am Handgelenk nutzen zu können. Eine Kamera ist integriert und die damit aufgenommenen Bilder werden dann eben direkt auch auf dem Smartphone abgespeichert. Ja, das ist ein kleiner Eindruck vom Galaxy Note 3 von Samsung.